Let's play Divinity Original Sin The. Heißt The 2? Heißt das? Was heißt 2? The? The? Tatsächlich ja. The Chat! Alter, wir sind völlig gar. Wir haben gerade noch einen kleinen Ausflug gemacht in ein anderes Spiel. Es hat uns wirklich schwer mitgenommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier wieder reinkommen. Es ist mittlerweile auch schon 0 Uhr 43. Es sind auch noch 38 Menschen da, weil, glaube ich, Twitch irgendein Feature gemacht hat. Ich weiß nicht, sind hier Menschen, die sonst nicht hier in dem Kanal rumhängen? Weil irgendwie ist die Uhrzeit komisch und alles ist komisch. Also ihr nicht, aber sonst. Morgen ist frei, ne? Morgen ist frei. Endlich ist morgen mal frei. Guck mal, wir müssen spielen morgen. Das wäre geil. Ja. Ein Story, bis vorankommen, ne? Dann greifen die Skills ineinander. Guck mal, übrigens, irgendwann. Guck mal bitte. Nur damit du mal guckst, ne? Ja, ich guck. Wir hatten ja gesprochen darüber. Mhm. Die Dinger sind gleich, ne? Außer, dass der hier 4 bis 5 Luftschaden mehr hat. Ja? Dieser? Der hier, siehst du? Der hier hat aber noch ein Kriegsführung und ein zweihändig. Die machen jeweils 5% mehr Schaden. Ja. Könnte man denken, krass, der ist ja viel geiler, ne? Aber? Aber 10% mehr Schaden bei 25 Grundschaden ist nicht so gut. Hätte ich nie gedacht. Dafür ist das Ding leider noch zu schwach. Das ist richtiger Arsch. Wow. Krass, ne? Das ist... Oh, guck mal, hier ist Frau Henrys Handy. Ferngerät? Das ist ein Ferngerät. Schade, ne? Vorwärts kann leider verkauft werden. Das ist ziemlich ärgerlich. Was ist denn passiert? Das ist Nebel. Nebel, Junge! I can show you the world, Schweini, Weini, and Pling Plong. Ich finde den Ausgang nicht, ist schwindelig. Da ist er. Oh, wir können den, alle neu hier, so viele Namen, die man nicht kennt. White, Black, Lion, Blade, Elenza, Epic Elephant, Margin Angel. Schon mal gehört die Namen? Epic Angel, Margin Elephant. Könntet ihr euch als Twitch-Twinks machen? Ich möchte bitte den Margin Elephant sehen. Was tust du eigentlich? Warum portest du dich nicht einfach raus? Weil wir doch hier draußen zum Drachen müssen. Ja, ach so. Mhm. Aha. Der wohnt doch hier, oder nicht? Etwa am Mergelmoor Drachenstrand. Das will ich sehen. Boah, wer zuerst da ist, ne? Müsste man ein Eis... Du bist leider ein bisschen unterkühlt. Wang wang! Er ist da! Du hast ihn auch. Wow. Ja. Ja. Der befreite Drache wird krank und bleich. Ich hab den Stock von ihm, ey. Und das sieht jetzt doof aus, wenn die Leiste ausgeblendet ist. Ja, aber die Leiste ist auch so mega unwichtig. Ey, mach dich einfach da drüber. Mach dich da drüber. Hm. Du Lauch. Mach dich mal ein bisschen da drüber jetzt. So. My gratitude for your efforts. Oh, friend. Hey. Yet I am no more free now than Dude, I was. Dude, wir haben die alle weggeklatscht. Yo, weiter. But of course, that must be why you stand before me. Hab ich den Stock vielleicht? Haben wir den Stock nicht mitgenommen, den wir My soul is bound to joyless obedience. That you would even ask such a question of a stranger already in your debt. She consumed all my source with her purging. Du bist ein Gesetzloser. So long as she holds it, she has absolute control. Da ist der Erläuterungsstab. Chingy Chonky ganz oben. Slain rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor-sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright that you must shield your eyes from the glare. What? Whoa! Hey! Wer bist du denn? Hallo, Drachimobs! Eine ansehnliche Echse! His eyes still blaze, a piercing silver. A triumphant smile dominates his face as he bows extravagantly before you. Slain. At your service. Ist er nun eine Echse oder ein Drache? Ich weiß es nicht. All like me eine Drechse. Such eyes. With them, I see spirits. Spirits? Not a blessing on this haunted island. Willst du sagen, guck mal bitte mein Bild an, ist das episch, oder? Ein Bild? Ja.
Er spricht mit niemandem und im Hintergrund steht Skeletor und zittert. Und er guckt auch einfach weg. Hier ist aber noch ein tiefgefrorenes Eichhörnchen auch noch am Start. Ach du, oh! Du bist aber auf jeden Fall auch echt vorne mit dabei, ne? Frosty McFrostson und seine Freunde, dankeschön, ey. Und hast du Ute wieder vergessen im Dungeon? Yep. Ups! Ja. Oh, sie kann ich jetzt erstmal beklauen. Den Drachen? Oh, soll ich ihn mal beklauen? Soll ich mal gucken, was er im Inventar hat? Oh, noch nicht? Ja, mach mal. Einfach nur mal reinlunzen ist ja... Nur mal lunzen? Also ich kann, kann ja wohl nicht verboten sein, ne? Kann man nicht. Warum? Weiß ich nicht. Oh, geht doch. So ein Drache hat nicht viel in den Taschen. Ja, so, machen wir weiter. So, Geister sehen wir. Ja, das, ne? Ja. Würdiger Verbündeter ist ja. He smirks. I offer my aid to those deserving. You have more than proven yourself as such. But I am no errand boy. Errand boy. And I, when you are truly at a loss. When you have no choice but to back down or perish, you will find safety in my shadow. This, I promise. This und jetzt noch epische Items wären gut. Of many horrors. I'll learn what I can. Perhaps there is some possible reprieve for the souls who suffer here. Slain smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in midair. Alter! Holy fuck, wie geil sah das denn aus? Sprotz und weg ist er. Ups, was haben wir hier denn schön? Eieiei. Toll, ihr rettet den Hyopai, was, was gibt es, ein blöder Schatten, wow. Nee, hier. Ich kann hier schön... Also es gibt auf jeden Fall Schuhe des Akolynden. Jetzt können wir uns noch aussuchen. Warte mal, ich versuche zu flutschen. Ich kann nicht flutschen. Ja, irgendeinen hast du so, schon. Was gibt's denn noch? Eine Hosi? Oder zwei Hosis, ne? Konsti, Finesse Geomant ist vielleicht was für dich. Oh, Geomant. Ja, das ist geil. Ja, die ist nicht schlecht. Guck mal, was die, der Dolch und die Armbrust kann. Es gibt nur Dolchsachen. Hier, wie heißt der? Der ist Crap, den brauche ich nicht. Oder? 11, 12? 11, 12 vom Stecher? Nee, den brauche ich nicht. Nee, den brauche ich nicht. Ja, die Armbrust, besser, die ist wahrscheinlich auch Crap. Ja, dann nehme ich mal Geomantenhosen mit. Ah. Die macht hier... die macht massiv. Guck mal bitte die Armbrüste an. Die Armbrust. Was kann die? Die Armbrust. Na, Nani. Oh, wir nähern uns langsam, aber das reicht noch nicht. Eins Finesse, eins Geomant oder eins Konstitution? Kannst du nachgucken? Nee, kann ich nachgucken, was meine... Nee, kann ich leider nicht sehen. Was meine Olle für... Ich kann nicht nachgucken, was meine Olle für Hosen hat jetzt gerade? Nee. Und doch, kannst du sie nicht auswählen? Nee, ne? Nee. Ich könnte sie nehmen. Ich könnte sie nehmen. Nee, mach nicht, mach nicht. Nicht, dass da was kaputt geht. Ja. Ich nehme einfach die Diamanten. Ja. Hast du die andere genommen? Nee, aber... Jetzt können wir gucken, was hat sie für eine Hose? Richtige, richtige Crap-Hose vielleicht? Nee, die Inni-Hose, die ist sogar nicht schlecht. Ist doch besser. Boah, schaffen wir heute den Bauskampf noch, oder was? Ein Kausbampf? Aber ich glaube, wir haben... You give me cows bums. Booze gums? Booze gums. Das wäre auf jeden Fall das wär was für McLovin, ey. Booze gums, ey. Was ist jetzt passiert? Oh, ich habe hier einen Arsch verfallen gefunden. Ach ja, hier ist dieser Fallenweg. Oh, ich will eigentlich... Was? Was war? Was war passiert? Ja. Was? Hier ist gerade irgendwas. Irgendwas ist hier. Weiß ich nicht, war ein Bug. Da ist irgendwas gecrashed. Bug, Bug.
Geht wieder. Ist alles wieder gut. Where are we? What are we doing? Wir sind wieder safe. Alles, mach dir keine Sorgen. Komisch. I can show you the way. Schweining, schwimmering, schwang. Swanwit. Schweining, swimming, swanwit. Schwanwit. Haben wir noch Läuterungsstäbe oder haben wir das alles verbraten? Demi Winses, now when did your last let your heart disappear? Oh, ich habe hier eine Truhe gefunden, die wird richtig lecker. Richtig leckere Truhe. Du, hier sind, Alter, hier ist ein. Hier ist alles voll mit diesen Spongos, ne? Spongo, Spongo? Ja, Mann. Die sind richtig am Abspongolieren. Wie viele Ladungen haben wir denn noch auf unserem Spongo-Stab? Wir hatten doch bisher nur einen, glaube ich, ne? Das sind alles erschöpfte Zauberstäbe. Wieso sind das denn keine Spongo-Stäbe? Wir hatten doch letztes Mal viel mehr Spongo-Stäbe, oder nicht? Bin ich doof? Ich glaube, du bist doof oder so. Mhm. Aber wir sollten von der Quest her sollten wir doch jetzt einen bestimmten hier machen, oder nicht? Hier. Ach Gott. Ja, wir können jetzt mit John Boy sprechen und sagen, dass losgeht. You would attack the Magisters directly? Are you so eager to die, Seeker? You cannot stand against the Shriekers. Ah, der Sigismund streamt schon gar nicht mehr. Ich glaube, das war das Problem. Der hat wen anders gehost. Vielleicht war ich da im Autohost oder sowas. You cannot stand against the Shriekers, not without stronger weapons than these. Gratiana's head is bowed. From within her mask, you can hear the whispered words of prayer. She falls silent, turning to face you. Was müssen wir jetzt? Oh, Gratiana hat ein paar ganz nette Sachen hier. Warte mal, Gratiana, wir haben ihre Seele, ihren Seelengefäß haben wir. Oh. It would be a sweet joy to see the Magisters chased from this land. Was machen wir mit Gratiana Seelengefäß? Das weiß ich nicht. Können wir die Stäbe wieder aufladen lassen, Marge? Wie geht das denn? It is not a difficult battle. It is an impossible one. Gareth will lead them to their deaths. Gareth failed to reach the army. Ja, wir haben die Scheißwaffen. But there is another vault hidden beyond the Magister's guile. Ja, das haben wir schon, Mutti. Haben wir schon. But beware. Such items are of limited. Wir haben die Katakomben schon gefunden. You have uncovered Brachus's vault. Ja. Tell me, ich hatte schon. Did you find anything else? The vault contains. Oh, guck mal, Seelengefäße. Did you see them? Do you have? Jetzt wissen. Was will sie damit? They are relics of great power. Please, you must give them to me. If I can make an offering of them to Armadia, it could aid your cause. Und sollen wir ihr eigenes Seelengefäß vielleicht mal wiedergeben oder irgendein anderes? Frage erstmal hier beantworten. Erstmal würde mich hätte ich gerne. Questions. There is no time for questions. Just give me the jars. Warum steht denn ihr der Name auf dem Gefäß, also ihrer? It matters not. All that matters is that you give it to me. Wenn sie nicht kooperiert, dann kriegt sie halt auch das Seelengefäß nicht, ne? Oh, guck mal, letzte. Oh, lächeln und das Gefäß anbieten, wenn sich vorlädt, um zu nehmen, das Gefäß fallen lassen. Pef! Ja, die. Was soll das? Ey, ja, also ich kann ruhig schon ein bisschen die Schnauze haben. Oh! Da wird sie ganz klein, ne? Da wird ganz sie klein, ganz, so ganz klein, klein. So klein mit Hut, dass so sie in ihr Maske, eigenes. So klein mit Maske. Dass sie in ihr Seelengefäß passt, so klein wie sie. Revealing a wet scar, stained by centuries. You stare into the empty eye sockets of the undead. Boah, mit so einer Kreatur möchte ich nichts zu tun haben. Das ist so ja ekelhaft. Und Fane? Boner. I have waited centuries, watching lives come and go, while my soul lies locked in a cage. Stimmt, jetzt geben, wenn sie die Maske wieder anlegt. Sollen wir drüber nachdenken oder geben wir es ihr? Ah, sie kann auch unsere Stäbchen wieder aufladen. Ja, komm, dann geben wir ihr das Ding, oder? Ja. She reaches greedily for the jar, tearing the cap off.
You see a green glowing light emerge from the jar, enveloping jar. Gratiana. By Armadia, I feel wet. Oh, wet? Goddess, I can feel your tears upon my face. Ich hab gern geholfen. Ciao. I suppose you deserve to know. Before I knew it, war die Konkubine von Myrakus Urex. I was the concubine of Bracchus Rex. But more than his lover, I was his partner. I discovered his power to feed on the source of others, and I allowed it to. No, I made it happen. Ist nicht für die Leute ungestellt, oder immer gestorben? Not I. They are older than Bracchus. Ancient relics from a bygone age. He uncovered them. I merely encouraged him to explore their promise. These weapons do not kill, but maim in the most horrible way. Maim? With them, you can steal the source of your enemies and make it your own. Yes, he drained the power of his enemies in battle, and then his political enemies at home, and then the slaves that displeased him. Der Bracchus Rex, ne? Also ein richtiger Hund, Also richtiger Guter war er nicht. There is nothing you cannot do when you sit on the lap of a powerful king. But power changes Oh, Franz, es gibt ein Talent. As he changes his nation. Ist das Lab-Setting? Bracchus grew paranoid. Oh ja. Oh, gibt's ein Talent? Murderous. Yes. Glaube ich. Hoffe ich. Oder gibt's das dann 4 Punkte? Nee, ne? Wir können stumm dastehen, das ist ziemlich vorwurfsvoll, oder? I gave him more and more, trying to win him back to me. I offered him the source of whole villages. He devoured them and demanded more. The lands outside were once green and beautiful. Das Land war hier früher furchtbar. Unschön. Until I turned them over to him. Furchtbar unschön. Now all's poison and the dead are restless. Poison? Oh, sollen wir sie umbringen? Ist dir echt bewusst, dass sie da drüben den heftigsten Horrorfilm gucken? Yes. Armadia ist kann man sich sowas denn freiwillig antun? Oh, ich mag das auch ganz gerne. I found this shrine while hunting a band of wizards. I found the goddess weeping for her children. And I wept. Ihre Krokodilstränen verhüllt. Ah, lol. Alter, was bist du eben? Du bist noch schlimmer als Bracchus Rex. Das hat er nicht gesagt. Das hat er. Wow. She pauses for a moment. If she had eyes, you're sure she'd be wiping them. Through Armadia, das hatten wir letztes Mal halt einfach überhaupt nicht, ne? Weil wir die Dinger kaputt gemacht haben. Wir haben einfach alle zerstört, einfach. Oh, Seelengefäß. But Bracchus would not allow it. He brought me back from the Hall of Echoes, locked my soul away, and demanded my obedience. Even in death, he commanded. Laut überlegen, wie die Halle der Echos wohl war. Only when two source hunters ended his curse was I free. Since oh, then, wir, ne? I have returned and spent centuries trying to heal the pain I've caused. Oh, okay, that's not too bad. She drops the now empty soul jar to the ground, smashing it to pieces with her foot. Hallo, da war Pfand drauf. You have my thanks. Alte Vettel. Was nach ihr so greifen und ihr die Zunge noch nicht. Richtig warm, ne? Achso, also in Sachen Übergriffigkeit, ihr die Zunge in den Hals steckt, meine ich wie die Troller mit den Insekten, die sie mir eben in den Schlund gejagt hat. Sind die ein bisschen übergriffig, ey? So, hab's gern getan, oder soll ich sie einfach fest an mich drücken? Ja, machen wir. She starts to speak, but chokes back a sob instead. Ich wollte beide eigentlich noch beklauen. I don't, I can't, I've never known such kindness. Hey, tut sie mir schon wieder leid, ey. For everything. Dumme May Sau, you walk forever. Was gucken wir denn hier? Twilight bis zum Erbrechen? Ganz schön toxisch, ey. Inni-Handschuhe, aber die sind auf Int. Dann könntest du dich wieder battlen. Dann könnte halt dein... Mein Tank geht auch auf Int, ne? Das ist ein Int-Tank. Okay. Natürlich ein bisschen blöd, weil ich eigentlich sehr viel physische Rüstung brauche. Aero Turk brauchen wir keinen Helm, ne? Oh, ein Schild, guck mal, sehr gut. Ruftlesi. 55, 38. Sie hat
46, 32, 1, Das ist halt Stufe 7, ne? Und Grün. Oh, der hat die Gauner-Cap. Die soll ja eigentlich mein Gauner kriegen. Ja, aber du, der hat momentan noch richtigen Crap auf. Aber Aerotur bringt auch keinem was. Also den Schild? Stiefel habe ich. Stufe 4, 3 und 10. Ich glaube, ich habe auch Crap-Stiefel. Ja, wir haben nur Crap-Stiefel. Dann nehmen wir die Stiefel, ne? Oder? Ja. We'll find them. Or we'll find another way. Das wäre so geil, wenn wir jetzt rausfinden würden. Nee, man kann halt alles nehmen, ne? Du musst es nur anklicken. Okay? Ja. Are you so eager to die, Seeker? You cannot stand against the shrine. Also er hat Shit-Stiefel. Er hat LP-Stiefel. We'll find them. Or we'll find another way. Er hat Lebenspunkte und hier ist Ausweichen drauf. Welche willst du haben? Ich habe in einem Tank diese ja. Ja, dann kriegst du hier, dann kriegst du die Lose. Aber mach Nägel dran. Oder soll ich dir noch Nägel dran machen? Diese hier? Finesse kann ich ja nicht tragen. Warte mal! Die Finesse 11. Dann können wir es um 1 senken, aber ich habe nur Finesse-Stiefel. Ja, dann gib mir die doch. Dann brauche ich die anderen wieder dein Inventar, das Sicherheitshalber gespürt. Kannst du mich schicken? A new friend west decline of view. Are you so eager to die, Seeker? Oh, ich hab noch einen Necro-Helm? You cannot stand against the Shriekers. Not without stronger weapons than these. We'll find them, or we'll find another way. Hey, was? Kannst du mir das noch schicken, gerade die Stiefel, bitte? Hast du schon? Ah, danke. You would attack the magistrate. Are you so eager to die, Seeker? You cannot stand against the shriekers. Not without stronger weapons than these. Fühlt sich gerade. We'll find them. We'll find another way. Da können wir noch mal irgendwie ganz normale Billo-Stiefel irgendwo herkriegen. Ich sehe das nicht einer, die Nägel und so. Okay, also hier kann man wirklich leider nirgendwo was abstiebitzen, ne? Ich würde halt gerne was abstiebitzen, aber die gucken immer alle, ne? Das sind richtige Glotzis, ey. Oh, guck mal, hier kann ich jetzt schnell noch ein bisschen abstiebitzen, ey. You would attack the Magisters directly. Are you so eager to die, Seeker? So, wir können mal kurz ableveln, ne? Wie mache ich denn, mach mal hier so Runen irgendwo rein? Na, brauchen wir erst die Runenkäfige, die gibt's ja nicht. Die gibt's erst im zweiten Akt, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Shattery Nose! Wir kriegen eins! Es ist eins dabei! Talent! Das Französische heißt ein Talent. Are you so eager to die, Seeker? Nee, nur ich. Bist du auch ein Geomant? Ey, ich überlege, ob ich mir jetzt schon die Skills hole für meinen Dude. Ich finde die ziemlich gut, auch wenn er sagt, ich soll die noch nicht nehmen. Du. Teleportation und Uncanny Evasion, das ist beides schon nicht so schön. Weil, wenn wir alle Teleportation haben, ist halt einfach geil, ne? Phoenix Flight kriegen wir in Gareth in Akt 2. Gareth at the Sanctuary of Armadia. Hä? Hat der Phoenix Dive? Guck mal bitte. Ich brauch den auch. Ja, aber angeblich soll der das haben im Sanctuary. Aber gelogen, ne? Einfach gelogen. I can show you the world. Twining, swimming? Okay, der Eternal Warrior kriegt, der hat ja dann schon fast alle Talente, ne? Hat man eigentlich nur 4 Talente? Hast du schon? Oh ne, es gibt. Ich habe lebende Rüstung, Opportunist, was fehlt mir denn noch? Ach, Executioner soll er ja auch kriegen, okay. Ja, es lohnt sich auch bei ihm, ne?
Mit 13 kriegen wir übrigens erst den nächsten Punkt. Sorry. Ja, dann kriegt ihr auch Henker, das ist halt auch ein geiler Skill, ne? Oder gibt's für ihn noch irgendwas, was du auch noch... Bitte, was? Ich muss erstmal ganz kurz gucken, was ich möchte. Heilen, wenn man im Blut steht? Mhm. Hotel Windsors. Brennen, Vergiftung, Gluten, Säure, Stecken, verwickelt, Todeswund, Sprüche, Marina, okay, das ist für ihn alles egal. Na, Henker ist schon geil, ne? Wenn du einen umbringst. Und ich meine, er wird ja DD, ne? 2 AP ist halt schon cool. Gestank braucht er hier eigentlich nicht. Boah, mach ich ihn gleich so. Oh. Der wird auch Henker. Boah, ich könnte, ne? Ich könnte ja, ne? Habe ich jetzt eigentlich schon Tactical Retreat? Once? Weiß ich nicht. Once. Ich überlege, ich könnte diesen Heißsporn halt wieder wegnehmen, ne? Ah, ne, Wieso hat der Heißsporn? Weil das für die Klasse halt mega ist. Ach so, ach, ich hab gedacht, das war halt Magie-Crit. Okay. Okay, jetzt natürlich, alles okay, Franz. Ist in Ordnung. Okay, er kriegt jetzt Opportunist übrigens, ne? Nice. Sau stark, Mann. Ich hatte gerade noch irgendeine Idee, was für ihn vielleicht auch cool wäre. Ach geil, es gibt Opportunisten meiden übrigens, ne? Kriegst du keine Gelegenheitsangriffe mehr. Ist so geil. Es gibt halt ein Talent Pfeilwiedergewinnung, weißt du, das ist wie Trank finden beim Barbaren. Hohe. Franz, bist du ein Hohe? Alter, hatten wir nicht sogar Leute, die Wunderkind hatten? Das ist halt völliger Crap, wenn du das mit den anderen Sachen vergleichst. Yep. Ich hatte gerade noch überlegt, was gibt's denn noch? Ne, das passt ja. Ah ne, Quatsch, Glaskanone. Glaskanone hatte ich bei ihm noch überlegt. Franz, kannst du mir diese Übersetzung erklären, bitte? Ich bin, glaube ich, einfach zu tump. Also wir können mal gucken, ja. Far Out Man. Ja. Ist plus 2 Meter auf alle Spells und so. Ja. Heißt hier abgefahren. Okay. Siehst du irgendeinen Zusammenhang? Nein. Nein, nein. Abgefahren. Richtig abgefahren. Wenn ich Ini auf Ini machen würde, ne? Da würde der halt richtig ausrasten, ne? Der Kollege hier. Ja, die hat halt. Guck mal, der hat hier Hothead, der Kollege, ne? Henker ist natürlich für ihn auch geil, ne? Opportunist hatten wir jetzt schon öfter, ist auch geil. Aber überlegen wir, du würdest ihm noch Glaskanonen geben. Das ist halt die Frage, aber das ist halt für einen Nahkämpfer richtiger Shit. Der steht dann die ganze Zeit nur so. Das kannst du leider vergessen. Aber es wäre halt schon witzig, ne? Wenn du immer sagst, er ist als erster dran, dann könnte der halt richtig ausrasten. Vor allem ja, mit seinem Talent. Weißt du? Ja. Höchste Inni. Er ist dran mit 8 Aktionspunkten, knallt die raus, nimmt wahrscheinlich noch einen raus, dann hat er 10 Aktionspunkte, macht dann noch Adrenalin, dann hat er 12 im ersten Zug, dann macht er seine Fähigkeit, hat nochmal 8,
und kann nochmal zwei draufkriegen. Ja. Ja, ich stelle mir vor, dass das halt mega nervt einfach, weil du halt jeden Scheiß abbekommst. Ne? Der wird, keine Ahnung, bestimmt so, ich meine, jetzt haben wir ja schon so ungefähr so 3-4 negative Statuseffekte, ne? Mhm. Mal gucken. Ja, ich glaube, das ist halt nichts für einen Nahkämpfer dann, ne? Aber es wäre schon abgefahren. Ach so, okay. Das ist tatsächlich so gedacht, ne? Was denn? Was ist denn, warte mal, Marksman's Fang und Sawtooth Knife? Was ist denn Marksman's Fang? Boah. Alter, wie geil ist das denn? Mir fehlen halt noch Skills. Marksman, Fang und Assassinate. Marksman, Fang. Gibt's in Driftwood dann. Das ist der Opener mit dem Bogen. Hm. Der ignoriert Rüstung. Und dann springst du hinter ihn und machst das Sägezahnmesser. Dann kannst du halt einfach Targets rausnehmen, die voll viel Rüstung haben, weil du nur die Lebensenergie angreifst. Ist schon cool. Also es gibt eine Möglichkeit, wenn man das möchte, kann man den auch als Nahkämpfer, als Glass Cannon spielen. Genau mit dieser Idee. Und bevor seine Runde zu Ende ist, geht er in Stealth. Und ignoriert so die CCs. Okay. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Aber es ist schon echt nice. So, jetzt gibt's hier Warfare. Und der geht vorrangig auf. Ja, nur auf Ines. Okay. Ich bin Bauer, Franz. Du bist ein Bauer, willst du dich mehr... Ich bin ein richtiger Bauer. Willst du dich mehr bewegen, oder was? Mhm. Hallo Keksblättchen, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Grüß dich. Flexkittchen? Und sorry, ich bin gerade hier... Ich gucke gerade meine Skillung durch, deswegen habe ich es nicht gesehen, was du geschrieben hast. Ich überlege, ob ich ihm jetzt schon diese Skills gebe. Fantastic, fantastic. Ich könnte ihm absolut. Kann er Teleport so lernen und dann kann der andere die Handschuhe tragen. Dann hätten wir noch einen Teleporter mehr. Was ist das denn schon wieder hier für eine Scheiße? Die Buchs habe ich doch schon. Teleportation und unheimliches Ausweichen. Jo, passt. Passt? Passt dich. Speichern wir gleich mal. Mhm. Sag mal, also an sich ist es hier so gedacht. Ah ne, somewhere close to Act 2. Ne, das ist ja okay, dann kann ich das jetzt ja machen. Weißt du noch, wie die Archerin hieß? Mit den Archer Skills? Ne, die stand da immer an der Tür. Da könnten wir mal, ich brauche auch noch mehr Archer Skills. Bahara. Mhm.
Ist sie hier? Ah, danke, Margen. She stays in the sanctuary. Okay. Ja, YouTube-Folge ist vorbei. Nächste Folge machen wir dann, beziehungsweise wir gehen jetzt mal einmal noch kurz nach Bahara gucken. Da könnten wir noch mal kurz ein bisschen klauen, ne? Gucken wir, ob die, wo die ist. Klauen? Ja, ich habe, wofür haben wir es geskillt, ne? Steht die noch da? Die könnte man natürlich perfekt beklauen, wenn die noch da ist. Da ist er. Tauch hier auch die Hallo? Ja, das brauche ich. Was hat die? Praktischer Typzug. Ach krass, hat die das die ganze Zeit schon? Mach mal, kannst du sie ablenken? Beziehungsweise... Zwergo, ich hab dich extra... Ich kann das nicht, ne? Ich bin zu dumm, die zu trennen, die beiden. Zwergo! I must say, I was hoping to enjoy a smug advantage. Lacking skin may make me a target. However, they are infuriating when they get in one skull. I can barely hear myself think. Well, of course it is. It was crafted with care. 100% ethically harvested from mortals, too. The quality is second to none. Up to a point, certainly. They are frightfully loud. But the selection afterwards is quite good. The faces are often what you might call fixer-uppers. But they're young and quite serviceable, if you get them before the flies do. Poison is preferred, of course. No marks to the face, the subject can be of any age, and death is often quite peaceful. Not for them, of course, but it's significantly more relaxing for me. So. Wo rennt jetzt weg? Der soll einfach aus dem Weg gehen, ja. Was brauchst du von ihr? Oh, warte mal. Was brauche ich denn davon? Schwerkläger. Mal kurz gucken. Schwerkläger habe ich schon, ne? Ja. Schwerkläger habe ich schon. Erste Hilfe bringt mir nichts. Rückzug. Niederhalt brauche ich eigentlich auch nicht, Elementarspritz brauche ich auch nicht, Himmelsschuss habe ich schon, taktischer Rückzug für dich. Speerfeuer. Aber brauche ich den? Eigentlich nicht, ne? Ich brauche eigentlich Assassinate und... Warum hat die Spells denn nicht? Was fällt dir ein? Diebstahl. Schreit sie. Warte mal kurz, kannst du sie noch ein bisschen im Auge behalten? Ach, die Amos des Hundemeisters, die hat sie von uns, ne? Ich glaube ja. Nimm so ein bisschen Gold. Ach komm, warte mal hier, dann nehme ich Barrage noch mit. Vielleicht brauche ich Hast du die Tafelspitzen schon? Nee. Die habe ich alle schon, aber ich kann sie mal mitnehmen. Klaut es eigentlich, aber ich glaube nicht. Du hast mir was zugesteckt. Eigentlich nicht. Der Dieb ist noch auf freiem Fuß. Ey, wo ist er nur? Weiß ich gar nicht. War auch voll verdammt. Nee, doch. Hat sich mir aufgegeben. Bahara. So, dann schicken wir mal zu das leckere Büchlein. Sag dir, der Rückzug ist echt fast für jeden gut eigentlich, ne? An wen? Lose oder? Ja, genau. Ja, das Problem ist das. Ja, das ist die halt auch mal rum. Lose, die andere. Achso, Eva? So ein Dude. Ja. Wer ist denn hier der Schrotenhändler? Kennen wir den? Extra. Da stand ein Lager gerade. Kerban? Was hat denn Kerban? Kerban stares at the body of his dead comrade, tightly gripping his weapon in a cold fury.
Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Oh nein. This won't. Was hast du gemacht? Alles gut. Ich muss nochmal zurück. The Pathoneers. Good to have you with us. Anna zurück nach Freudenfeste Platz. If I were you, I'd stay close to Sir Gareth once the fighting begins. Whatever path he takes will be the shortest way to victory. Ja, leere Fertigkeitenbücher. Dann kann man doch aus Rollen Sachen machen, oder? Boah, die sind richtig teuer. Oh, breite deine Flügel aus. Kann man mal sagen, wo es den fucking Phoenix Dive gibt, Mann? Den gibt's noch nicht. Phoenix Dive gibt's, den haben wir schon gesucht, aber den gibt's angeblich dann, wenn wir Gareth wieder treffen. Scheiße! Ja, Mann. Den will ich. Braucht noch jemand Adrenalin? Der hat das jetzt wieder im Angebot. Nein. Handlund durch habe ich schon, Sehnreise habe ich schon, Sägemesser habe ich schon. Wachmesser, Gegenschlag, schade. Hast du Defective Barrier irgendwo gesehen? Nee. Ja, komm. Speichern wir, ne? Ja. If I were you. Jetzt wäre ich ja doch garantiert mega viel geklautes Zeug bei sich, oder? Ja. Aber jetzt hat der Schruker auch gelegen, also hier. Opportunenangriff. Mhm. Here, look down those steps and tell me what you see. So you think those things down the steps there are dangerous? The ones hanging on the sticks. How dangerous? On a scale of 1 to 2. Really dangerous. You're trying to put me off, aren't you? Trying to get to the wharf before me, I'll wager. Well, you won't make it. Oh nein. I'll be there before you can take 10 steps. Die wird sterben. Tschüss, Ratte. Das war eine doofe Idee. Ich habe versucht, dich zu schützen. Guck mal. Guck, guck, guck. As you approach, Gratiana turns to you. Her moves are lighter now. Her voice is warmer, but still tempered by the scene around her. It would be a sweet joy to... Ich will den finalen Kampf machen. Herzelein. Ja. Wieso habe ich den Winterblast eigentlich noch nicht? Na, wird ja eigentlich schon geklaut. Ich hab den noch nicht. Guck mal bitte, wo der ist. Den haben wir, also. Ey, ich hoffe, du hast. Achso, nee, die ganzen Schurkenbücher, ach, die ganzen Huntsman-Bücher noch nicht verkauft, ne? Nö. Weil das sind noch zwei Skills, die du mir machen könntest. Oder was habe ich jetzt gerade gelernt? Habe ich irgendwie einen Chat gemacht? Das Ausweichen erlernt. Nee, okay. Das haben wir nämlich nochmal. Giga-heftiges Ausweich. Was brauchst du? Ein Warfare und Hydro-Sof zusammengecraftet. Okay, haben wir? Ja, haben wir bestimmt irgendwas. Ja, sehe ich hier schon direkt.
Ja. Ey, dieses mit den Taschen zumachen wieder, ne? Ja, das nervt mega. Ja, Franz, lass das doch mal. Was soll denn das? Scheiße. Und? Ja, Schuhe des Akolyten. Wo haben die denn her? Warum die keine an? Warum hat Ivan die Schuhe nicht an? Ich hab mega die Kackschuhe. Kack? Yes. Franz, das Spiel steht noch nicht. Auf Twitch. Da steht noch nie, warum. Oh. Nein. Ey, machst du gerne fiese Matenten bei geringen Latenzen? Hast du irgendwas? Hast du deine Tasche geöffnet? Yes. Ui, ui. Ui, ui, ui. Wann bist du das letzte Mal richtig unheimlich ausgewichen? Wissen, ob erste Hilfe ihm wehtut. So, was soll ich jetzt kombinieren? Jupp, er tut sich weh. Geil. Okay. Tut sich wirklich mit erste Hilfe weh. Ja? Ja. Musst du laden? Nee. Hat den Spell jetzt gelernt, das ist aber scheißegal. So, wir haben jetzt einen mehr, der Teleportation. Himmelsschuss kann ich nehmen, ne? Nee, ja, kannst du beide haben. Der kostet. Ist egal. Ich nehm Querschläger, ja? Ja, ja. Brauchen dringend neue Skills, ey. Wo war denn der Button dafür? Irgendwo konnte ich das hier auch umstellen. Ich habe keine Ahnung, wo. Blutregen ist nicht ganz so wichtig irgendwie, oder? Nö. Jo, kannst du mal speichern? Ich wäre noch nicht so weit. Jups. Winterblast, ich brauche Winterblast.
Das hatten wir auf jeden Fall für dich schon. Such mal, Anna. Ich hab das noch nicht gehört. Da, Resic in Fort Joy. Da haben wir das auf jeden Fall gehabt. Aber wir haben es nicht gekauft, ne? Also, wir hatten es mal. Vielleicht haben wir danach geladen, aber... Ich hab's auf jeden Fall nicht. Du hast bei dir auch nicht in einem Dingens? Kannst du ja gucken. Günstige Winde, Hydro. Betäubungsschutzen. Normaler Hydro-Skill. Schockierende Berührung. Hydro ist. Ne, nochmal unheimliches Ausweichen und Lückensparen. Der Resic steht in so einem Zelt, das weiß ich noch. Den habe ich letztes Mal gesucht. Wir sind ein Idiot. Ist er hier drin? Ich hab ihn. Ich glaube, ich bin da gerade hin oder wer hier ist. Oh, hat aber meine Sympathie ist, deine Sympathie ist gesunken. Ach ja, ich habe aus Versehen hier auf dieses Fischregal geklickt beim Hin- und Herlaufen. Alter, ey, das ist doch wohl absolut bescheuert, ey. Sprichst du gerade mit ihm? What in his death caused it? So Voidwoken are attracted to Source. Soll ich gerade mal gucken? Dumm, Alter. Quatsch ihn voll? Ja, soll ich das abnehmen, das klauen? Du sprichst mit ihm, ne? Winterexplosion? Ja. Ja. Oh shit, aber ich bin der falsche Typ hier gerade. Der hat geklaute Sachen? Ja. Da müssen wir eh laden, ne? Wir könnten einfach ihn in Ruhe lassen und alle wegrennen. Oder ich kaufe das eben. Hast du nee, ich kann doch, ich kann den doch gerade leer klauen, ist doch nicht schlimm, dafür habe ich den Skill auch gelernt. Scheiße. Nee, ich kauf sie mal. Ich klaue ihm die Bücher weg und die beiden Goldportokalen. Easy Stein. Du hast den anderen gar nicht mitgenommen. Aber lass mich doch gerade laden, dann musst du ja auch nicht das Fischregal beklauen. Wann hast du das Gespräch erklärt? Ja, ich weiß, Margin, das ist Absicht. Ich wollte die Folge vom. Also, das hier ist jetzt ja nur Geplänkel und Sachen skillen und so. Dafür wollte ich jetzt nicht eine ganze Folge verschwenden, weißt du? Ich hatte gehofft, dass die nächste Folge dann einfach der Kampf ist. Wo wohnt der Dödel? Ja. Ja, ne? Das ist die, ja, was heißt Startinsel, ne? Also es ist schon noch, also wir sind aus Fort Joy auf jeden Fall raus. Aber die Insel ist schon noch quasi die Startinsel, ne? Aber wir haben halt alle Quests gemacht, die es gab, ne? Also so schrecklich rumgedödelt haben wir eigentlich nicht, finde ich. Kommst du? Mhm. Bitte nicht das Fischregal anklicken. Wo ist er? Er rennt hier draußen rum, er kommt jetzt gleich wieder. Und warte mal, bis er unter seinem Zelt ist, sonst nervt er Zwerg rum. Natürlich auch gut, ne? Ja. Ja, ich sprich mal mit ihm. Gut. Mhm. Winter Explosion. Das ist halt einfach die Triche shit. Kannst du auch gut verkaufen, kosten. Soll ich ihm sein Käsebrot noch wegnehmen? He's a poor sucker. Sein Käsebrot aus. Ja, lauf! Ich hätte auch nicht gekriegt. Echt nicht? Wenn man sich direkt wegteleportiert, kann er halt auch einfach gar nichts machen. Er ist halt kleiner Junge. Ja, und natürlich ausgedehnte Diebeszüge gibt es natürlich immer bei uns, ne? So. Hast du Schlose geschickt. Lose? Mhm.
Mir fehlen leider auch noch ein paar Skills, die gibt's noch nicht. Das ist nicht so schlimm. Dass mir die Skills fehlen. Du müsstest den Start nochmal neu aufladen eigentlich. Es kann Winter Explosion. Blutsauger ist halt auch echt gar nicht so Premium, ne? Ja, vor allem sie hält halt auch echt viel aus, ne? So, wie viel Stäbe, wie viel, Speicher? Wie viel hast du noch auf deinen Läuterungsstäben? Weil wir müssen noch einiges Shrieker läutern. Ja, der Zauberstab ist das von ihm eigentlich. Da oben war er. Aber sind das nicht eigentlich Läuterungsstäbe? Warum sind das erschöpfte Zauberstäbe? Ich habe nur einen davon. Ah, aber warte mal. Kannst du die erschöpften Zauberstäbe, kannst du so einmal in die Hand nehmen und mit ihr reden? Weil die kann die eigentlich wieder aufladen. Muss sie dann halt irgendwie überreden. Meinte Margin gerade. Ich meine, wir haben ja gerade ihre Seele wiedergegeben. Die soll halt das Maul halten, ey. Kaliana. Ja, die kann die Stäbe eigentlich wieder aufladen. Wie müsst ihr es überzeugen? Ja, die Frage ist, how? As you approach, it would be a sweet weißt du? Joy to see the magic. Ich habe keine Möglichkeit, sie irgendwie zu überzeugen. But I fear all I will see today is death. Wie viel ist denn noch drauf auf dem einen Stab, den du hast? Drei, okay. Gibt es irgendeine Voraussetzung, Margin, dass man sie überzeugen kann? Weil wir haben jetzt noch drei Aufladungen. Ich meine, ich sehe hier zwei Shrieker, die wir definitiv machen müssen. Mal, hier war noch irgendwie, hier ist ein Option, hier sind, ja, also wir kommen schon durch, aber danke, Margin. Ja, du hattest es doch, ich dachte gerade, du weißt so völlig, was wir können, das war. Dankeschön. Die nochmal aufladen irgendwie. Dann müssen wir in den alten Keller, ne? Wäre aber nicht schlecht. Wo waren das? Verfallene Burg. Und dann. Muss man die Kamera drehen. Oh, Johnny ist der Einzige, der keine rutschfesten Schuhe hat, ne? Weil er keine richtigen Schuhe hat. Das ist sein Problem. Schuhe. Ach, da lebt ja immer noch hier der Johnny. Was ist die. Wie heilt man ihn? Gierlappen, ey. Zweimal geht nicht. Voller geht nicht. So. Bumsen wir? Ja, machen wir erstmal die beiden Spackos hier weg. Gucken wir. Flucht vom Auge des Schnitters, der Weg des Drachen. Finde eine Möglichkeit von der Insel zu kommen. Besiege die Kreischer. Okay, der geläuterte Drache. Ersuche im richtigen Moment zu entzünden für die Kreischer. Ja, das war's. Krass, da haben wir wirklich alles gemacht, ne? Wir müssen zu Amelias Schrein mit dem Schwein sprechen. Oh, das stimmt. Und ein Schwein könnten wir tatsächlich auch noch retten, aber. Amadias Schrein, war das hier? Wir liegen unsere alten Halsringe. Siehst du irgendwo ein Schwein hier? Ne, das müsste jetzt eine Frau sein. Die hieß doch irgendwie Frongo Bongo oder so. Feder, hier liegt, steht sie doch. Die sieht aber richtig schweinisch aus, einfach. Feder. Ich mal mit ihr quatschen? Ja. Eine Federsau.
Thanks for sending me here. It's quite beautiful, isn't it? Und die spricht wie Lois aus Family Guy. Ja. Ja, hör mal. I've prayed to Amadia real hard, but I'm not sure it's done much good. Still, a wizard trapped in a pig's body. Any ideas? Wir sollen mal in den Teich gehen. Oh, what a grand idea! Oh, oh. I'll try that. What's the worst that could happen? Oh nein. What's the worst that could happen? By oh Gott, wenn Leute sowas sagen, ey, das geht nie gut, ey. You have heard my prayers. Okay. Well, hello. May you walk with Amadia. Hallöchen, Federchen. Hast du Spells? Wow! A thievery incoming. Welches Level sind die Sachen? 8. Unser Level. Int Vergeltung. Vergeltung Führung. Alter, du klaust sie sowas von clean und dann kaufen wir sie noch clean. Hast du schon mal jemand clean gekauft, oder? 70, 48er Schild. Oh, mit Vergeltung. Alter. Oh, Orkan. Oh, yes. Mit Life Leech. Ja, aber das ist aber nicht so gut, weil überall ist Wasser und Blut. Oh, Dolchies. Oh! Ach, das ist Speer, ich dachte, das ist ein Dolch. Muss ich kurz ein bisschen ragen, ey. 3 Ladungen hat er noch, Margen. Ey, White Black, hau rein. Da werde ich ein bisschen abklauen müssen, ey. Das tut mir leid für sie, aber. Eine Wüstenaxt? Brauchst du was noch? Kein Zweihänder. Oh, außer natürlich Zerstörer. Und die vor dem Tor schaffen wir mal. Ja. Okay, ich spreche aber erstmal mit ihr, ne? Ja. Hallo. Oh, I'm a wizard. And I was a long time ago, too. In between, I was a pig. And I was on fire for most of that time. It's a long story, but I think I'll leave it in the past and look to the future instead. Wir sind diejenigen, die dich gerettet haben, du dumme Trute. Was stimmt nicht mit sie? Können wir da kurz drüber reden? Was ihr Scheißproblem ist? Lass uns nochmal kurz mal schauen, was wir alles hier abnehmen wollen. Ja? Oh, 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 oh. Ein schnicker Helm. Ich muss auf jeden Fall meine Klauhandschuhe anziehen. Ich hatte noch ein Klau-Ding. Noch was, außer den Handschuh? Ja. Hast du eigentlich alles auf Klauen? Weil eigentlich, du brauchst das Schleichen nicht, oder? Ja, hab ich. Ich brauche auf jeden Fall gescheite Stiefel für meinen Dude, ne? Hier ist noch ein Gaunerring. Boah, die hat super viel geilen Scheiß, ey. Die hat richtig geilen Scheiß. Richtig geilen Scheiß. Guck mal, die haben blauen Stab. Verkrüffelt! Das ist ein Verkrüffelungsdolch. Ist verkrüffelt oder nicht? Ne? Hier ein Zauberstab. Achso, du willst unter Strom setzen, willst du eigentlich nicht. Nee. Adlerauge. Das hätte ich eigentlich. Jawohl. Ich müsste mal gerade gucken. Da, Zerstörer. 25 bis 28 und 2 Stärke. Der ist stärker als das Eisen der 7, oder? Du musst nicht lieber erstmal auf die Sachen konzentrieren, wo wir Scheiße haben, so Stufe 4 und sowas. Weil ja, kommt auch. Zwei, da ist ja schon relativ. Den komplierten Helm aus Brackes Waffenkammer haben wir, den haben wir aber schon geläutert, weil ich habe den Dämon, der da drin saß, umgebracht. Also Ringe gehen halt auch immer, ne? Also der hier wäre halt auch geil für den Schrupen. Der Gürtel ist halt auch geil. Führung und Vergeltung und 20, ne? Also ging auch. Ich brauche auf jeden Fall Schuhe, weil die sind richtiger Crap, die ich habe. Aber in 12 brauchen wir. Das ist ein Amulett mit Inde und Vergeltung, ist das nicht was für dich? Vergeltung, was ist denn das denn nochmal? Achso. Ja, komm, lass mal irgendwie zügig machen. Oh shit, der euch ist richtig gut. Der wird schon nicht schaden. Der ist so genau gleich wie der andere. Das Gift kommt noch on top. Ja, aber. Achso.
Also hier, Drehers Messer könnte er auf jeden Fall ersetzen. Ja, Also was brauchst du, wenn du was dringend brauchst, sag Bescheid. Dann klau ich da erstmal was weg. Bye now. Wieso hat noch nicht... Na, die läuft weg! Amadia's blessing. Kannst du sie schnell anquatschen mit dem richtigen Dude? Gibt's. Die Alte ist das, oder? Naja, ja, die wird schon nicht gehen. Ich muss halt gucken, was ich brauche noch. Oh, sie klettert hier hoch. Ja. Also mein... Ich hab... Ach, eigentlich nur Scheiße. Also ich hätte gerne die Stiefel, das finde ich schon mal nicht schlecht, damit ich irgendwas habe. Weil meine hat halt einfach, die sind einfach zu 100% Crap. Also ich glaube, damit toppe ich alles, oder? Ja, die Stiefel sind wirklich kacke. Und ein Ring wäre halt auch nicht schlecht, weil er hat auch keinen Ring. Der Rest ist alles okayisch. Der Rest ist Bonus. Ja, ich kann die halt auch jetzt einfach. Kannst du den Ring hier? Ja, habe ich auch einfach. Das ist richtig nice, ja. England hier, grüß dich, alte Rakete. Dann tauchst du um 1.49 Uhr auf. Cool. So, ich speichere jetzt mal und dann gucke ich mal, was ich hier so wegklauen kann, okay? Also ich kann eine Hast Menge du dein komplettes Gauner-Equip an? Weil ich hatte dir ja nochmal einen Gürtel, glaube ich, gegeben. Oh. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht mehr die Handschuhe an. Wo sind meine Schuhe? Schon hier die Brei. Hast du den Brei-Gürtel vielleicht schon an? Ja, habe ich schon an. So, jetzt bin ich ja komplett geschurkt. So, was willst du haben? Also ich hätte gerne den Ring, den kann ich ja schon mal einpacken erstmal. Ja. So, und die Stiefel für John. Oh, Kopftreter! Geilo, die sind ja noch besser, die habe ich gar nicht gesehen. Die brauche ich auf jeden Fall. Du brauchst die auch? Ja, hohe physische Rüstung halt. Du brauchst halt Finesse-Sachen. Nee, ist für meinen Tank. Also für den Johnny. Ach so. Ist egal. Der hat nur... Das ist der mit den Lumpenschuhen. Ja, nimm mit. Ich kann auch die anderen Schuhe erstmal noch mitnehmen. Die sind halt Int-based. Ich trage keinen Int-Armor. Also bei dem Spiel ist halt der Int-Armor nicht so... Hier wäre Vergeltung und Führung. Das ist für deine Alte natürlich... Oh... Du musst, sie muss mit dir sprechen. Ja. Sonst dreht sie sich irgendwann um. Aber die Plattenstiefel sind halt geil, ne? Ist mal gerade hier hochgeflitzt, Kommentar halten. Und port ihn doch weg. Halt ich auf den noch 2-3 Meter. Gut. So. Amaria. Oh. Das Inventar neu sortiert? Was soll das denn? Die Stiefel und den Ring. So, was willst du noch? Das Ding ist für sie auch super, ne? Ja. So. Den Helm wahrscheinlich auch, oder? Ist das Int-based? Nee. Finesse-based. Oh. Oh, sogar deutlich besser als der, den er jetzt hat. Kann ich mal mitnehmen. Ja, gut. Was kann der Brustpanzer? Das Amulett ist auch nicht schlecht für dich, ne? Oh, der wäre was für meinen Tank, dann kann ich einen Punkt Aeroturk sparen. Ja, und Vergeltung ist ja, das, was du siehst? Ja, ist auch noch gut. Sind es noch irgendwas Grünes oder Blaues, was okay ist? Ist zwar ein schwer Zerstörer, ist leider zu schwer. Den Dolch wollte ich noch mitnehmen. Hast du sonst noch was dich interessiert? Hier, das ist mit dem Zauberstab. Achso, den wolltest du nicht mit Strom. Oder warte mal. Ist ein Wasserstab. Wie viel bufft er denn? Sag mal. Er hat Life Lead schon, ne? Und ein Int. Ja, nimm mal mit. Ja? Ja. Aber dann lass mal kurz gucken, ob noch irgendwas ist, was noch besser wäre. Den Rest kaufen wir einfach. 102% Crit. Ja, den Rest kaufen, also es wäre schon eigentlich schlauer,
Ist egal, aber wenn ich den Zweier da haben will hier, Zerstörer, der ist halt wahrscheinlich sackteuer, ne? Im Verhältnis zu anderen Sachen. Ja? Also den Zauberstab noch. Ja, das Gold einfach. Oh shit, ich glaube, wenn ich die beiden Dolche nehme, ist es sogar noch besser, ne? Der 13, 14 plus 1 beidhändiger Kampf. Und. Einhändig? Ist doch beidhändiger Kampf, ne? Mm-mm. Einhändig ist quasi nur. Nee, ich meine, beidhändiger Kampf sind zwei Dolche. Ja, ja, nicht zweihändiger. Ja. Rück links. Der ist sogar noch besser, ne? Ja, noch mit. Dann einfach den Rest Gold. Macht das automatisch? Ja. Okay. Fertig. Du kannst mal kurz mit dir handeln. Gerade gucken, was die Sachen jetzt kosten. Ob sich das lohnt, das noch zu kaufen. Wurde sie bestohlen etwa? Oh, ganz schön clean gelootet, ne? Los hat ja voll viel Cash. Guck mal bitte, was das Schwert kostet. 741. Ja, so wichtig ist es eigentlich nicht. Ich meine, das ist minimal besser als. Aber du kannst ihr die. Wir könnten es halt tauschen, ne? Du hast noch so viel Shit, den du verkaufen müsstest. Aber. Also wir haben hier halt gerade 1.500 weggeklaut, ne? Also. Das ist ganz schön nice, ey. Oh, ah, die hatte ich schon durchsucht, ne? Was? Hat die dich schon durchsucht? Ja, ja. Okay, weil ich hab dir gerade gestohlene Sachen geschickt. Nice, danke schön. Das ist ja nett. Ich nehme den Schild hier auch mal mit, ne? Der ist schon deutlich, deutlich besser. Warte mal, ich schick dir mal noch Verkaufssachen, ne? Die Stiefel? Nee, die sind nicht für dich. Doch, die sind für sie. Achso. Die wolltest du haben. Ja, ja, ne? Die ja. sind aber nicht als Verkaufszeug markiert. Ja. Ah, hier. Ah, hier. Das sind die Sachen, die habe ich von dem Typen zurückgeklaut. Der Gürtel ist auch für die Alte, ne? Du kannst mir die Sachen dann immer zurückschicken. Ach, das ist für ihn. Oh, Finesse 12. Oh, das lohnt sich. Es geht übrigens wirklich nur mit Gift, ne? Hm? Das da draufcraften. Geht nur mit Gift? Hm? Nicht mit Feuer? Wasser habe ich probiert, da macht nichts. Weil ein Feuerfass habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber. Das sollte doch gehen, ne? Das mache ich jetzt 41 bis 46. 47 bis 52, nice. Dann kannst du den Shit auch noch verkaufen. Bisschen Cash hat sie ja noch, ne? Ja, cool, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
Also wenn wir die Kohle haben, ach den Abwurf, brauche ich den Zweihänder, wie gut war der jetzt? Wäre nett gewesen, wenn man ihn hätte klauen können. Was sind das, Beine? Ne, Stiefel. Ja, meine ich. Also, obwohl die sind echt crap, ne? Stufe. Okay, muss ich wieder mal umdrehen. Oh, Finesse 12. Und in 12. Hey, bis später, Lucius. Ach, Ficky, ich hatte doch. Irgendwas wolltest du ja noch abkaufen. Boah, die hat aber auch geilen Kram, ne? Aber gleich kommen wir in einen neuen Akt, das ist wahrscheinlich eh wieder alles normal. Machen wir den Endkampf eigentlich noch? Das ist gleich zwei, aber ich bin relativ wach. Ich auch. Dass man einfach umskillen kann, ist so gut, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Hast du einen Ring auch mal geklaut? Mhm, ja, wurde nur für meinen Dude. Ich habe hier noch ein Amulett. Was denn? Endvergeltung, magische Rüstung ist wahrscheinlich für deinen Schlinglor. Ja, können wir machen, ne? Oh. Gott. Das Amulett ist natürlich auch echt super hier. 6 magische Rüstungen. Ja, hast doch jetzt eins über. Achso, aber mit. Habe ich eins mit. Amulette haben, glaube ich, immer nur magische Rüstung. Zumindest keins mit physischer. Gibt ja auch irgendwie Sinn, ne? Hildes Plattenrüstung kann auch weg, die ist echt crap, ne? Irgendwie habe ich ein paar Handschuhe verloren. Ich speichere mal ab, nicht, dass wir hier irgendwie in Schwierigkeiten reinkommen. Hat er die Handschuhe noch? Also, ach, so schlimm ist es nicht. Der ist super ausgestattet, der Typ. Irgendwelche Billo-Handschuhe? Ah, 13,9, was hat er denn jetzt? Der hat die. Ne, der hat 15,3, okay, die sind ziemlich gut. Er trägt euch jetzt die Dieberei-Handschuhe, weil der andere die Teleport-Handschuhe trägt. Oh, ich habe ja noch einen Aeroturk. Ach, cool. Kann ich das komplett rausnehmen? Oh, das ist natürlich geil, das Ding. So, komm weiter. Ja, der Kampf war halt auch nicht ohne, ne? Dann sprechen wir mal mit. Willst du die Viecher schon tot machen oder soll ich Gareth bereit machen? Tell me it's time. My sword's at the ready. Soll es losgehen? Ah nee, oh nee, nee, nee. Die Kreischer müssen erstmal weg. He sighs and points a foot towards the harbor. Ja, geht gleich los, mein Freund. Die drei müssen hier weg. Die wollen wir natürlich gucken. Also der und dann müssen wir gucken, wo man. Oh. Hm? Der da auch. Ja, dann könntest du noch, wenn du willst, kannst du noch rechts, sind noch zwei. Noch einen von. Oh! Was passiert? Oder? Was ist Drachenkarl? Was ist unser Drachenfreund? Hm. Also, warte mal, da muss ich jetzt eine neue YouTube-Folge starten. YouTube Kids, diese Folge ist jetzt mal wieder sehr lang, dafür kommt jetzt in der nächsten Folge. Bumsi! Der Endkampf. Bumsi!
Oh nein, warum hat er das Dashboard zugemacht? Was soll die Kacke denn? Oh nein, was ist das denn? Wieso hat er das denn in den Dingenszustand versetzt? Das ist halt richtiger Crap. Das darf er doch nicht. Das macht er sonst eigentlich auch nicht. Ich war vielleicht zu lange nicht im Browser. Oh, da muss ich mal kurz gucken. We'll find them, or we'll find another way. Punkt, nee. Mal ein Eis. Oh, so richtige Schasserwaden eigentlich. Happy side. I can open your eyes. Deine Kamera ist noch ein bisschen kaputt.